Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit den 2D Germania. Ja, ich habe hier einen schönen Exe-Rubin. Den baue ich gleich ein. Ob ich es in Zukunft bereue, weiß ich noch nicht ganz. Aber ja, den baue ich mal ein. Den habe ich gekauft für 170 Won zu dem Zeitpunkt. Nice. Ja, mal gucken. Der Ninja ist auf dem gleichen Account wie mein anderer Ninja. Was ich genau vorhabe, werde ich noch gucken. Und ja, ansonsten hier das Schwert eines Kollegen wird jetzt mal gedreht. Mal gucken, was da so drauf kommt. Der 6.7. war nicht nice, aber vielleicht wird es ja besser. Hier 80 MP, 150 TP. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist auch kompletter Müll. 10 Untote, naja, okay. 5 Medienstein kann man überlegen, aber ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber ja, das muss ja nicht ich entscheiden, sondern der Kollege neben mir. Und mal gucken. 15 Orks. Naja, wurde wohl nichts. Ja, ansonsten hier wieder mal ein paar Truhen, ein paar Invasionssachen, die ich jetzt öffne. Mal gucken, was da so rauskommt. Der erste hat mir natürlich direkt eine DR-Glückstruhe gegeben. Richtig nice. Und mal gucken, was da noch so alles dabei ist. Die ganzen Aufnahmen, die ihr jetzt hier seht, sind alle noch vor dem Balator passiert. Heißt, mein ganzes Balator-Zeug kommt alles noch in Zukunft. Ich habe sehr viele Truhen geöffnet, wirklich sehr viele. Wir sind sehr viele Runs gelaufen, sowohl zu Beginn als große Gruppe, als auch später dann mit weniger Leuten. Ich glaube, bis zu 4 oder so sind wir dann gelaufen. Mittlerweile sind wir quasi so weit, dass wir sagen, okay, wir teilen uns auf jeweils irgendwie 2 bis 3 Mann pro Gruppe. Und dann laufen wir den Run, je nachdem, entweder Duo oder im Trio. Und ja, mal gucken, wie es wird. Ich werde wahrscheinlich mit 2 Chars laufen. Einerseits mit der Charmy, andererseits mit Snowy. Heißt, mal schauen, wie es insgesamt sein wird. Ich habe mich da eigentlich relativ gut eingespielt. Heißt, in der ersten Phase nutze ich nur die Charmy. In der zweiten Phase nutze ich beide tatsächlich, weil dadurch eben die Chance auch höher ist für mich, dass wir den Run schaffen. Ja, ansonsten die ganzen Truhen, die ich hier zusammenbekomme, ist immer echt nice, denn das dauert wirklich nicht lang. Das sind vielleicht maximal 9 Minuten am Tag, die man da verbraucht dafür. Und man bekommt halt wirklich, wirklich gut die Titanplättchen raus. Und auch andere Dinge, die starken Ergänzungen, die verkaufe ich tatsächlich sogar an euch. Falls ihr die haben wollt, könnt ihr die gerne haben gegen eine gewisse Gebühr. Kann ich die gerne für euch einsetzen. Ich habe davon wirklich einige und da kann man gerne einen Preis aushandeln, was auch immer die kosten. Ich weiß es gerade gar nicht, aber ist auf jeden Fall billiger als im Itemshop. Deswegen, falls ihr starke Ergänzungen braucht, meldet euch gerne bei mir. Das kann man dann alles einrichten. Ja, auf jeden Fall schimmernde Muschel kommen da relativ gut raus. Das ist gar nicht mal so schlecht für mich. Und mal gucken, was da noch so alles rauskommen wird. Titanplättchen werden immer angenommen. Und jetzt geht's an die Muscheln. Eine rote, nice. Eine blaue, geil. Noch eine blaue. Und sogar eine weiße, also einmal die komplette Palette durch. Weiß, 2 blaue, eine rote. Und der Ninja mit den letzten Truhen. Ich meine, es wären die letzten für diese Aufnahme oder für dieses Video. Deswegen mal gucken, was da jetzt so alles rauskommt. Die ganzen Seile und Knoten, ich habe davon wirklich viele rumliegen. Ich müsste mal gucken, dass ich vielleicht einen Gürtel abhole oder so. Also da habe ich wirklich einiges mittlerweile zusammen, weil ich einfach irgendwie, ich bin den Run gelaufen, aber ich hatte halt nie irgendwie, ich hatte keinen Gürtel, ich will das sogar auch nicht verkaufen, sondern ich sammle die einfach, falls ich meinen Gürtel haben sollte. Und dann habe ich halt wirklich wahrscheinlich genug, um den entspannt auf 9 zu uppen. Egal ob einfach Mob oder Doppelmob, ich meine, man braucht sowieso mehrere am Ende. Ja, das war auf jeden Fall die Truhenausbeute. Mal gucken, was jetzt die schimmernden Muscheln sagen. Man sieht schon im Chat, einfach eine schimmernde Weiße. Das ist natürlich richtig huge. Heißt, 2 Chars, einfach jeweils eine schimmernde Weiße. Und das wirklich nur durch die Invasion so nebenbei. Geil. So, der Handschuh, der liegt so lange rum. 12 Prezi, 10 TPA. Einfach ein Zufallsdreher, der ist halt so. Ich hätte gerne 8 Mädchen. Mal gucken. 4, das will ich jetzt nicht so. Na komm, gib mir 8. Acht Mädchen.
die dritte Segnung und ich krieg 8 Mädchen drauf. Das ist ja einfach Luxus, ja. Hat Spaß gemacht, Leute. Einfach 12 Prezi, 10 TPA, 8 Mädchen, 5 Ohnmacht. Und durch den Zufallsdreher eben die 12 Prezi, 10 TPA. Ich habe damals mal probiert, meinen anderen Handschuh auf 12 Prezi, 10 TPA zu drehen. Ging einfach gar nichts. Also das Ding wollte wirklich gar nicht gedreht werden. Deswegen, ja. Bin ich froh und überrascht, dass das Ding überhaupt so geworden ist. Und wie man sieht, ja, ich habe irgendwann mal ein Auregewand gemacht mit meiner schönen Bosse Mädchensteinkette. Und jetzt habe ich quasi mein Auregewand hoch ein bisschen. Mal gucken, wie lang es dauert, bis das Ding 250 ist. Ob es überhaupt irgendwann so weit sein wird, werden wir alles sehen. Und ja, man sieht auf jeden Fall, das Auregewand geht schon hoch. Und alle, die wissen, auf welchem Char eben das Auregewand eigentlich ist, wissen dann auch da direkt, dass eben Snow der Wilde auf dem Ninja-Account ist. Genau. Ja, ansonsten Balator-Chars habe ich einige fertig gemacht. Das werdet ihr auch alles in Zukunft sehen. Das sind wirklich, wirklich einige bei mir geworden. Ich werde noch weiterhin ein paar Chars hochleveln für Ritualsteine. Ich kann mir mittlerweile echt mega viele abholen oder mega viele machen. Mal gucken, was da geerbt wird. Also da wurde natürlich einiges schon hier gekauft, aber das werdet ihr alles in Zukunft sehen. Und da ist das Auregewand gleich auf 100. Das ist natürlich schon mal ziemlich nice. Hier noch Level 99. Aber auf 100 sieht das Ding natürlich schon mal ein bisschen besser aus. 2 dB, das nimmt man doch gerne mit. Und ja, somit ist das Auregewand schon mal auf 100 zumindest. Ja, der Helm von Tempest, der wird jetzt gedreht und zwar würde ich gerne meinen 96er Krieger auf der 95er Map leveln. Und deshalb möchte ich da vielleicht ein bisschen Wind reinbekommen. Und ja, und da wir schon, da hinten steht da Pybal. Und da wir schon bei Tempest sind, ja, ich werde auf dem Yuhara Boost Server wahrscheinlich nicht spielen zum aktuellen Zeitpunkt. Ich habe die Belohnungen noch nicht gesehen, die es da gibt. Ich weiß davon gar nichts. Mal gucken. Wenn die einigermaßen für mich akzeptabel sind, werde ich da vielleicht einen einzigen Char spielen. Letztes Jahr habe ich mit 4 Chars habe ich das durchgezogen. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, ja. Einfach nur, weil ich halt eben, ich habe sowohl die Rüstungen und die Helme alle noch. Das heißt, meine Chars brauchen nicht. Theoretisch brauche ich noch eine Rüstung für Lucan und einen Helm. Aber je nachdem, einfach auf dem Markt kaufen. Und da bin ich da halt zeitlich, glaube ich, viel, viel besser dran, als wenn ich jetzt Tempest spielen würde. Ja, ansonsten mal gucken, wie viele Drehe ich noch brauche. Das Ding wollte auf jeden Fall nicht wirklich der Helm. Weil ich habe leider keinen 60er, 80er Helm mit Wind, sondern ja, wenn ich schon so einen 96er habe, kann ich den auch ruhig nehmen. Und ja, da habe ich natürlich auch leider die B-Switcher mitgenommen, die ich mir eigentlich für was anderes aufheben wollte, aber ich dachte mir, komm, ich brauche jetzt unbedingt den Helm, aber ja, der Helm, der wollte nicht unbedingt. Und ja, die letzte Aufnahme, mal gucken, was draus wird. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Euer Snow White. Ciao!